Willkommen zu einer weiteren Folge F1 23 Breaking Point. Dieses Mal sind wir schon in Season 2, Kapitel 7. Wir werden wieder in Bahrain starten und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze ergeben hat, ob jetzt Aiden zu einem anderen Team gegangen ist oder wegen Ackermann eben dann doch noch bei Konnersport Racing geblieben ist und was alles mit Kelly Mayers abgeht. Jetzt geht's mal rein in die neue Folge. Wir sind aber jetzt bei Devon Butler. Ich würde mal sagen, da gibt's eh nichts. Natürlich sehr selbstverliebter Junge. Müssen wir jetzt mit Devon fahren? Ich würde das jetzt nicht so hardcore feiern, aber schauen wir mal. Es begann als Tagesrennen, jetzt wird es bei Nacht. Müssen wir ein ganzes Rennen einfach fahren? Wir gucken uns das mal an. Der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Fernando Alonso. Dritter Platz, Russell, Alonso. Sehr realistisch. Perez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, Oscar Piastri, Jackson. Jackson, Gasly, wir starten also von 13, wenn wir mit Jackson fahren oder mit Butler. Der fährt Bottas, also auch noch bei Sergeant, Joe Magnussen, De Vries, Magnussen. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen. Also wir starten auf jeden Fall im hinteren Mittelfeld. Gucken wir uns das Ganze mal an. Eine neue Saison, Devon. Lass uns gleich voll. Ich muss jetzt mit Devon Butler fahren. Ist auch eine interessante Sache. Ein Full Race. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ein Szenario reinkommt oder nicht. Ich bin hier falsch. Auf jeden Fall. Ich glaube, Autoeinstellungen darf ich auch machen. Wir werden nur so minimale Sachen machen, dass es mich halt nicht gleich wegspinnt oder so. Das habe ich gar keinen Bock. Das lassen wir mal, das auch. Bremse gehen wir auf 59 und das lassen wir. Gut, jetzt geht's in. Als Fünfter ins Ziel zu kommen, das kann interessant werden. Und ja, komm in die Top 5. Das wird spannend. Los geht's ja mal. Wir starten von P17, das wird sehr, sehr schwierig werden. Und los geht's ja in unser nächstes Rennen. F1 Breaking Point. Und ja, der Start ist genauso gut, wie wenn ich hier auf schwer gefahren wäre. Jetzt kann ich halt einfach nicht mehr. Ja, was soll ich denn hin? Jetzt kann ich safe die Hälfte der Plätze wieder zurückgeben, oder? Okay, Aiden war jetzt kurz vorbei. Da konnten wir uns auf den 12. Platz vorarbeiten. Das war jetzt eher nicht so ein rosiger Start. Jetzt schwerst du doch ein bisschen. Interessanter, weil da hat er doch die KI ein bisschen was drauf, im Gegensatz zu ausgewogen. Was soll ich denn? Das ist ja lächerlich. So, das ist P11. Unser Ziel ist der 5. Platz. Ich hoffe, da kommt eine Sequenz oder so. Weil, ups, so. Ich hoffe, da kommt eine Sequenz oder so, weil das wird echt sonst extrem fade. Albono in den Top 10 auch sehr lustig. Was soll ich sagen? Es ist eher unrealistisch, aber ja, wir wissen ja, der Junge kann auf jeden Fall Punkte holen mit einem unterlegenen Material. Jetzt hier im Windschatten und mit ERS gehen wir hier rein. Oh mein Gott, wie spät ich da auf der Bremse war. Ich glaube, da kommt der Konter, oder? Nein, das reicht. Da können wir mit ERS-Hilfe so ganz an Lance Stroll dran arbeiten. Und das war schon die erste Runde. Das ist flott vorbeigegangen. 5 Plätze sind es noch, die wir aufholen müssen. Wir sind mit dem gelben Reifen unterwegs. Das bedeutet doch, dass wir zum Schluss vom Rennen vermutlich oder beziehungsweise die viel, viel besseren Reifen haben werden. Im Windschatten scheren wir hier aus und dann geht's auch an Lance Stroll vorbei. Jetzt sind wir schon 9. Platz. Das ist echt cool. Konnersport Racing hat echt einiges an Performance dazu gewonnen. Wie schwach das Auto damals war und jetzt sind wir da easy. Können wir da easy wirklich an vielen Leuten einfach vorbeifliegen. Das finde ich natürlich sehr cool. Aber ja, mal gucken, ob das nicht nur eine Eintagsfliege ist oder was da noch alles abgeht. Ich finde es auch cool, dass wir jetzt in die Rolle von Devon schlüpfen müssen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine Eintagsfliege ist oder wie damals mit Ackermann, dass wir da jetzt immer wieder abwechseln, switchen müssen, weil wir fahren jetzt schon mit Aiden, mit Kelly und jetzt auch noch mit Devon. Das wird eine sehr interessante Season werden. Und was Kelly da alles mit spielt oder mitzusagen hat, ich weiß nicht, vielleicht kommt auch der ein oder andere Ausfall, dass wir da eventuell
Yes, und hier auch jetzt an Esteban Ocon vorbei. Vielleicht kommt da der ein oder andere irgendwie Crash, dass wir da vielleicht einspringen müssen, dass Kelly unser Ersatzfahrer wird. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich bin hyped auf jeden Fall auf Kapitel 8 schon, weil Kapitel 7 schaut mir ein bisschen fade aus. Sieht mir aus, als ob wir nur hier ja, das Rennen fahren müssten. Und das ist halt auch langweilig. Nur 14 Runden, also nur, aber 14 Runden hier herumcruisen, finde ich echt. Platz da vorne. Das ist schon Fernando Alonso auf dem 5. Platz. Jetzt sind wir hier an Lewis Hamilton dran, der schwer in Not ist, eben weil er Sainz angegriffen hat und der ihn da abgedeckt hat. Nicht neben die Strecke. So, das ist P7. Das ist okay. Aber wir machen auch hier auf der schwierigsten Schwierigkeit einen richtigen Durchmarsch. Also die KI ist viel zu schwach. Also man sollte da wirklich das ein bisschen noch einen extremen schwierigeren Modus machen. Das ist fast zu einfach. Aber wir wollen natürlich hier auch unseren Spaß haben. Jetzt sind wir hier an Carlos Sainz dran. Der schenkt uns auch Windschatten und vor allem hat er den gelben Reifen. Den musste sich der auch so hardcore gegen Lewis Hamilton verteidigen. Ich weiß nicht genau, vielleicht passiert auch irgendwas, wenn wir auf dem 5. Platz sind. Aber wenn schon steht ins Ziel, weiß ich natürlich nicht, ob da irgendwas noch passiert oder das wirklich einfach ein normales Rennen mal ist, wo nichts passiert. Aiden ist ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, der ist nicht in, nein, der ist safe nicht in den Punkten. Der ist 10., 11., 12., 13., 14., sollte 15 oder so sein. Also gar nicht sich stark verbessert. Ich hoffe natürlich, dass sich das vielleicht auch ändern wird. Er ist auch mit den gelben Reifen gestartet. Da kann sich nochmal was ändern. Jetzt wird das vermutlich auch nichts werden. Wir werden da jetzt auch nicht Carlos Sainz. Doch, das DRS worked. Also davor noch Ham Alonso greift hier. Er hat natürlich gut gemacht. Da kann ich auch nicht kontern. Da muss ich. Obwohl. Dann nehmen wir sogar noch das DRS mit und jetzt doch auch Carlos Sainz. Das ist. Oh, okay. Das ist hier. Achso, Leclerc mit den gelben Reifen. Ferrari hier mit der Genius-Strategie. Deswegen kann auch Alonso hier so gut mithalten. Mir fällt auch gerade auf, der ist vom 2. Platz gestartet und jetzt nur noch 5. Was ist los, Fernando? Warum bist du so weit zurückgefallen? Das gefällt mir ja gar nicht. Also, dass der so weit hinten ist. Es ist aber auch gut für uns, denn das ist jetzt schon der 4. Platz, gegen den wir hier kämpfen können. Und wir werden zum Schluss dann auch den besseren Reifen haben, den schnelleren Reifen vor allem. Ja, die Bremsen hier. Natürlich, mehr Fahrer heißt auch früher Bremsen. Alonso werden wir jetzt nicht holen können. Wir werden uns zwar schön dran arbeiten, aber das wird nicht reichen, dass wir hier überholen können. Jetzt den Berg rauf. Da müssen wir eigentlich einen guten Exit haben. Vielleicht können wir es dann schon probieren. Ja, der wird gut, sage ich euch, Leute. Ah, okay, war ja semi gut. Leichter Rutscher. Zu viel beim Rausbeschleunigen wollte ich da. Aber im Windschatten können wir trotzdem da wieder was machen. Der ist überhaupt sehr mächtig, dieser Windschatten im Game aktuell. Ja. Der Exit war gut. Der Exit war sehr gut. Und im Windschatten ERS on, DRS on, ERS wieder off. Und jetzt, ja, lohnt sich schon eine Ecke schnell auf den Geraden. Da können wir aber, glaube ich, trotzdem ausscheren. Ist halt asozial, dass ich mich hier links rechts neben ihn setze. Und er hat keine Flucht da nach vorne und da war es eigentlich easy für uns, den Platz zu übernehmen. Wir sind in der 5. Runde. Also da auf Gelb gehen werden. Also da auf Rot gehen werden. Ja, da verbremst sich. Save, oh, der rutscht da durch die letzte Kurve raus. Ja, das war ein bisschen aggro. Von mir. Alter, wir sind nicht mal noch Hälfte Distanz. Ich kann jetzt 6 Runden mit Rot fahren. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. So, jetzt vorbei. Jetzt sind wir bei Russell, wäre noch das Bonusziel. Also die Top 3 dann auf jeden Fall. Ich glaube, die könnten wir auch schaffen. Der wird ja zum Schluss eh die schlechteren Reifen haben. Also, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Ich denke mal, die schnellste Rennrunde werden wir auch behalten. Obwohl, ich weiß nicht genau. Ferrari hat ja auch beide Autos auf Gelb. Das wird schwierig. Oder auch Aiden. Ich bin mir nicht sicher, wie gut Aiden hier ist. Ich finde es ein bisschen langweilig, dass sie uns einfach ein normales Full-Rennen einfach fahren lassen. Aber es gab es ja auch schon in der Breaking Point 1, dass wir da viel machen mussten oder ja, dass da einfach leider nicht viel passiert ist. Das Rennen sehr, sehr, sehr einfach heute.
Jetzt sind wir gut rausgekommen. Das könnte sogar jetzt mal unter die Sekunde fallen. Es gibt DRS. Cool. Hat das Ganze doch noch ein bisschen was gebracht. Jetzt sind wir nah dran an Russell. Boxeneinfahrt werden wir ihn zwar nicht überholen oder so, aber wir haben natürlich dann nach dem Boxenstopp ihn leider als Blockade. Also ich hätte das schon gerne noch auf der Strecke vor dem Boxenstopp erledigt. Soll ich noch eine Runde draußen bleiben? Nein. Obwohl, es wird nicht reichen. Bis zur Boxeneinfahrt werden wir das nicht schaffen, glaube ich mal. Das ist leider zu wenig. Wir konnten hier, ja, wir probieren es hier rein. Er lässt es hier wirklich zu und wir übernehmen hier den zweiten Platz aktuell mal. Geht aber jetzt auch in die Box. Das war wirklich nur taktisch. Er fährt noch weiter. Okay, das ist sehr dumm von Russell. Das ist wirklich dumm. Weil er genau weiß, dass ich auf die Roten gehen werde, fährt er nochmal weiter. Gut, das hätte ich mir dann ersparen können, dieses Harakiri-Manöver. Trotzdem, das hätte ich nicht gemacht. Absolut nicht. So, Perez ist natürlich vor uns rausgekommen, aber auch nicht so weit vor uns. Max wird jetzt davon ziehen, obwohl... auch nicht so weit, also... das war natürlich jetzt die richtig asoziale Schiene von Verstappen. Dass der Perez hier so vor die Nase fährt und mir so die Tür öffnet. Also Halleluja. Was soll ich sagen? Das war richtig asozial von Verstappen. Also, nein. Sowas hätte ich nicht gemacht. Also, und das ist auch die Genius-Strategie. Dass man auf Weiß geht für 3 Runden oder für 5 Runden, finde ich auch eine sehr interessante Sache. Ich will jetzt mal gucken, auf was Aiden Jackson gegangen ist. Der ist dann auf, was ist der gegangen? Auf Rot, okay. Also dann hat man doch die bessere. Alter, wenn es so weitergeht, können wir hier um den Sieg fahren. Das ist Tatsache. Das ist eine Tatsache. Und das auf der schwierigsten Schwierigkeit. Also sehr lächerlich. Was macht ihr eigentlich in solchen Fällen? Macht ihr wirklich das Maximum aus dem Auto? Oder sagt ihr so, das Ziel ist 3 und ihr bleibt, holt dann einfach die Position oder so. Also ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Also ich möchte immer wirklich das Maximum rausholen, weil das wäre ja dann eher unauthentisch, wenn man dann sagt, okay, dann halte ich halt den dritten Platz, weil es das Ziel ist oder so. Das würde ich nicht feiern. Jetzt ist auch Russell drin und gucken wir mal, ob sein längeres Draußenbleiben was gebracht hat. Ich meine, wir sind uns in die Quere gekommen, alle miteinander. Das könnte natürlich für ihn doch ein paar Zehntel rausgeholt haben, aber er hat, glaube ich, all in all schon zu viel verloren. Also ja, das ist viel zu viel. Das sind sicher 3-4 Sekunden, die er rein auf mich verloren hat. Und er fährt mir einfach hinten drauf. Alter Max, was machst du denn? Auf den Geraden ist der unnormal schnell, der Red Bull. Halleluja. Der ist so schnell. Boah. Von Verstappen weg, das ist jetzt auch nicht mein Ziel. Aber wir könnten vermutlich die schnellste Rennrunde nochmal ein bisschen runterdrücken. Aus der letzten Kurve raus, eher semi-guter Exit, da werden wir wieder 1-2 Zehntel liegen lassen haben. Trotzdem rechts für eine 1.34.9, was zugegebenermaßen echt schwache schnellste Rennrunde ist, aber ja, wem juckt's? Das ist das Minimum, was gefordert ist. Und das. Wir haben aktuell das Bonus, hier und natürlich das Ziel erreicht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum es da keine Sequenz oder so gibt. Ich meine, natürlich muss nicht in jedem Rennen Drama sein. Aber ja, ich finde das ein bisschen langweilig, dass wir hier einfach easy um den Sieg fahren können. Und müssen einfach hier so ein bisschen dieses langweilige Rennen durchfahren. Ich denke mal, es würde ihnen ein bisschen für Ärger sorgen. Weil Butler jetzt das Rennen sogar gewinnt oder ja, in ihren Meinung nach auf dem Podium landet. Aiden nicht. Also da wird safe wieder für Ärger sorgen. Wir sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also Aiden kämpft immerhin gerade um den einzigen Punkt mit einem Alpine da hinten. Oder ist es ein Williams? Und wir können hier ja easy um den Sieg fahren. Ich verstehe es, meine Welt nicht mehr. Es geht in die letzte Runde, Leute. Und ja, unser Vorsprung ist auf 4,3 Sekunden angewachsen. Ich weiß nicht genau, warum wir hier so unfassbar einfach wegziehen können. Es ist wirklich die Schwierigkeit, die ist gefühlt auf 30 oder so. Also, auch wenn man hier das Schwierigste aufdreht, habe ich gemerkt,
ist es eigentlich easy, wenn man genug Zeit hat, dass man das auch gewinnt. Also wir haben ja 8 Sekunden auf Leclerc, der auf den gleichen Reifen, auf die gleiche Strategie war, haben wir über 8 Sekunden all in all aufgeholt, obwohl wir von viel weiter hinten gestartet sind. Aber Verstappen, der von der Pole aus, glaube ich, gestartet ist, konnten wir easy das aufholen. Alonso war natürlich ein bisschen der Loser des Rennens, auch wenn er da vielleicht die bessere Strategie drauf hatte. Von Rot auf Gelb hat es gar nicht geschafft, hier konkurrenzfähig gegen die Red Bulls zu sein. Wir sind natürlich ein bisschen das Spielverderber da vorne. Kommt hier easy einfach zum Sieg. Aber was soll ich sagen? Ich meine, es ist sehr cool. Noch einmal den Berg rauf. War nicht so gut. So, einmal hier noch durch. Oh, da kommt der Rutscher. So. Jetzt ist eigentlich schon entspannt, denn die letzte Kurve und dann haben wir es geschafft. Ein 25% Rennen, sehr interessant. Das ist also ein easy Ziel. Wir gewinnen hier mit Devin Butler. Ja, es war easy auf jeden Fall. Das ist Devins erster Sieg, glaube ich. Kann man nichts sagen. Im Mittelfeld gab es einige Überraschungen. Wo fangen wir an, Stefan? Thomas Boss hat mich am meisten überrascht. Tolles Rennen für Butler heute. Das haben sie aber auch gebraucht. Ja, jetzt müssen sie nur noch diese Leistungen halten. Und das ist leichter gesagt als getan. Kasper Ackermann hofft natürlich, dass diese Saison besser wird als die letzte. Willkommen bei der... Oh, Interviews. Was für ein Saisonstart, Devin. Sie sind mit Ihrer Leistung heute sicher... Ich muss eine Antwort nehmen, die eigentlich zu Devin passt und es ist für mich ganz selbstverständlich. Es ist für mich so selbstverständlich, dass ich darüber gar nicht nachdenke. Ich will nicht sagen, dass das nicht beeindruckend war. Sie scheinen beeindruckt zu sein. Und andere sind es sicher auch, und das zu Recht. Aber mir ist es heute eigentlich ziemlich leicht gefallen. Sie hatten in der Vergangenheit einige Zusammenstöße mit Ihrem Teamkollegen Aiden Jackson. Ist das vorbei? Was halten Sie von Aiden? Das passt auch wieder zu Aiden. Der Unterschied zwischen Aiden und mir ist, dass ich Spaß verstehe. Ich möchte, dass er sein Bestes gibt. Aber wenn ich ihm einen freundlichen Rat gebe, nimmt er das immer persönlich. Es ist schwierig, mit ihm ein Gespräch zu führen. Er ist in Ordnung, nur ein bisschen ernst. Connersport hat mit der Ernennung von Kasper Ackermann zum Teamchef für diese Saison alle überrascht. Wie finden Sie es, Anweisungen von jemandem anzunehmen, mit dem Sie eine solche Vergangenheit haben? Er ist bestimmt unglaublich dankbar, mich zu haben. Ich denke, er wird einen großartigen Job als Teamchef machen. Vor allem, weil er mich in seinem Team hat. Also kann er nicht viel falsch machen. Er ist bestimmt unglaublich dankbar dafür. Wie würde eine erfolgreiche Saison 2023 für Sie aussehen? Connersport zum besten Team zu machen, das wir sein können, Kasper zum Lachen zu bringen oder Davidov zu beeindrucken. Ich denke mal, er ist schon auf den Stolz des Vaters angewiesen. Wenn mein Vater am Ende der Saison der Meinung ist, dass ich auch nur ein gutes Rennen gefahren bin, werde ich das als großen Erfolg werten. Er ist schwer zufriedenzustellen und wir müssen unser Bestes tun, um ihn bei Laune zu halten. Also ja, ein Rennen, das dem alten Mann gefällt. Ist das möglich? Bleiben Sie dran. Vielen Dank. Danke. Cool. Bin auch gespannt, wie es jetzt noch weitergeht nach dem Rennen. Das gucken wir uns jetzt noch an. Großartiges Rennen heute. Das sah klasse aus. Hör mal. Ich weiß, wir hatten Probleme. Und letzte Saison war letzte Saison. Was ist los mit ihm? Ein neuer Start für das Team. Was meinst du? Jackson. Ja, danke, Mann. Der Müllheimer ist dort. Ja. Super. Was ist mit der vergangenen Saison? Die Saison 2023 war komplett anders für Connersport. Wie meinen Sie das? Das Auto. Zum einen. Wir hatten die gröbsten Probleme beseitigt und konnten so langsam sein volles Potenzial ausschöpfen. Können wir darüber sprechen, was mit Devin passiert ist?
Ich bin sehr gespannt. Wir müssen also mit Devin weitermachen. Aber warte, was mal, Leute. Ich glaube, es war eh eine eher längere Folge. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Abonniert gerne den Channel kostenlos, falls ihr nichts verpassen wollt. Es wird natürlich auch wieder My Team kommt. Das kommt sowieso. Und ich würde mich freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne. Schaut gerne auf Social Media vorbei. Links mal unten in der Bio. Und warte, was mal. Bis morgen oder später auf TikTok. Und ciao. Macht die 13k voll. Bye.